Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Märkte und Trends Teil 1. Ich begrüße bei mir im Studio Andreas und ich hoffe, du hast einen guten Start bisher in die Woche gehabt. Ja, ich begrüße dich auch. War bisher ganz anständig und wir sind ja auch gut begleitet von den Wetterbedingungen. Gut begleitet ist natürlich auch die Themen unserer heutigen Sendung gewesen. Von daher einmal Bitcoin und MicroStrategy. Startet dort die nächste Rallye und dann werden wir uns noch den Dow Jones anschauen mit den 40.000 Punkten im Visier. Andreas, Bitcoin hat sich um einiges wieder erholt gehabt, ist über die 70.000 US-Dollar rüber geklettert. Jetzt gerade aktuell bei 71.376 US-Dollar. Wie geht es weiter? Ja, ich aktualisiere das, wir sind gerade bei 72.000 US-Dollar und das kann man bei uns hier auf dem Monitor auch sehen. Wir haben heute Morgen ja hier einen Morning Call gehabt, haben darüber gesprochen, dass der Bitcoin über das Wochenende gut sich präsentiert hat, dass wir aber meistens das Problem haben, dass wir einen Umsatz am Wochenende dann montags wieder Gewinnmitnahmen sehen oder umgekehrt, nicht? Wenn das ein bisschen weiter runtergegangen ist, dann geht es meistens wieder ein Stückchen nach oben. Jetzt sehen wir, dass die Entwicklung vom Wochenende sich weiter bisher zumindest positiv darstellt. Nun ist der Tag ja noch lang, es ist ja noch nichts vorbei. Aber wie man bei uns hier auf dem Monitor, wie gesagt, sehen kann im Chart, damit wäre dann die Konsolidierung, die wir durch zwei Hochs eben aus dem März und eben jetzt auch im April gehabt haben oder Ende April, Anfang März gehabt haben, die wäre dann erstmal vorbei und dann würde erstmal das Allzeithoch wieder ins Visier rücken. Das ist ja nicht so weit weg, das sind noch knapp 3.000 Dollar. Und wenn wir sehen, dass wir heute mit 3,8% schon 2.600 gemacht haben, was wir ja auch immer wieder sagen, hohe Volatilität in diesen Kryptowährungen und natürlich auch in den Begleitpapieren, wenn man so möchte, das zeigt sich jetzt. Und die Frage natürlich bei dem Halving, ist das jetzt eine Grundlage, warum es jetzt konsolidieren sollte? Nun ist das Halving ja noch nicht da, das kommt ja noch im Laufe des April. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich sehe das völlig anders, als die Mehrheit das sieht, dass das also in der Vergangenheit immer zu einer Konsolidierung geführt hat oder zu Gewinnmitnahmen geführt hat. In der Vergangenheit war es aber auch Wild West. Da hatten wir keinen regulierten Markt, da hatten wir kein anerkanntes Bitcoin-Asset, das also von Regulierungsbehörden reguliert worden ist und von vor allem professionellen Investoren auch also behandelt und gehandelt worden ist. Das ist also ein großer, großer Unterschied und auch darf man nicht vergessen, dass natürlich der nominale Wert einen Unterschied darstellt momentan zu dem von damals. Das heißt also natürlich ein Asset, das vielleicht damals 10, 15, 20.000 Dollar gekostet hat, das jetzt fast 75.000 Dollar kostet, ist etwas anderes, mal schnell rein und raus zu handeln, als eben damals. So, und das muss man natürlich auch sehen, der Unterschied ist einfach da. Dann gab es heute Morgen auch noch eine Aussage von einem Krypto-Mitglied, muss man sagen, oder einer, der in der Krypto-Gemeinde ist, nämlich Ripple-CEO Brad Gellinghaus, meinte, der Kryptomarkt wird sich bis Ende 2024 auf 5 Billionen US-Dollar verdoppeln. Ist auch keine Aussage, die jetzt unbedingt dafür spricht, dass da weniger Interesse drin ist. Wenn mehr Interesse darin ist, dann wird auch mehr Geld in den Kryptomarkt reinfließen. Das ist eigentlich das, was dahinter steht. Und dann wird das natürlich primär in den Bitcoin reingehen. Also wir haben hier ein Zertifikat natürlich noch laufen. Das ist momentan 15% im Plus mit der Kennnummer VV9F66. Das seht ihr gerade eingeblendet. Hebel ist jetzt rund um die 1 und Verfall, also Knockout 13.580 sind wir doch ein gutes Stück weg entfernt. Wir bleiben natürlich investiert, wie wir es ja auch die ganze Zeit schon in der Korrektur gesagt haben, weil wir davon ausgehen, dass der Bitcoin neue Hochs machen wird. Ihr seht es hier auf dem Monitor, 100.000 US-Dollar ist ganz sicher ein Ziel, eine Zielmarke für dieses Jahr. Ob die natürlich kurzfristig erreicht wird, werden wir dann sehen. Liebe Zuschauer hier beim Aktionär, wie seht ihr denn das Ganze mit dem Bitcoin? Hat er sich jetzt nachhaltig wieder auch erholt? Wie geht die Reise dort weiter? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen. Und Andreas, mit dem Bitcoin hat natürlich auch sehr viel die MicroStrategy zu tun. Und zwar, wenn man es so durch die Medien mitbekommen hat, ist es momentan der meistgeschortete Wert der Wall Street. Es gibt viele, die gesagt haben, das wäre komplett überhitzt, die ganze Geschichte. Und das soll einfach nur weiter runtergehen. Aber wenn der Bitcoin jetzt steigt, dann wird die MicroStrategy ja auch einiges an Wert gewinnen. So sieht's aus und wir sehen es bei uns auch hier auf dem Monitor. Wir haben es auch heute Morgen in dem Morning Call nochmal angesprochen, dass die Aktie am Freitag nochmal einen Plunge gemacht hat, also rund 11% nach unten gegangen ist und oh Wunder,
exakt diese 11% ist die Aktie wieder im Plus, jetzt mit dem starken Bitcoin. Und das hatten wir heute Morgen auch angesprochen. Wenn der Bitcoin anziehen sollte und natürlich dann auch über sein Allzeithoch unter Umständen drüber hinweg geht, dann ist das natürlich eine sehr, sehr gefährliche Sache, hier short zu sein in der MicroStrategy, weil eben sehr viel in dem Unternehmen Bitcoins drinsteckt, also durch Michael Saylor, das entsprechend so ausgestattet ist, dass das Unternehmen fast 1:1 zum Bitcoin handelt, wenn man so möchte. Der Hebel aber hier natürlich höher ist von der Unternehmensbewertung. Das heißt also, wir sehen natürlich dann auch entsprechend höhere Zuschläge, also aber natürlich auch Abschläge, wenn es nach unten geht. Das haben wir jetzt gesehen. Diese Short-Geschichte ist ja sehr gefährlich, wie ich es gerade gesagt habe. Und es könnte natürlich sein, dass heute schon wieder alles umgedreht wird, weil natürlich bei dieser hohen Volatilität, die die Aktie entsprechend zu dem Krypto Asset dann aufweist, dann auch entsprechend schnell wieder oben ist. Und das natürlich denen, die hier auf schnell fallende Kurse, zum Beispiel Kursziel $1,300 gesetzt haben, dann äußerst wehtut und wir dann eben verdoppelt, dadurch, dass die Shorties rausgesqueezed werden, einen riesigen Sprung nach oben sehen würden, sollte der Bitcoin weiter steigen. Wir haben hier ein laufendes Zertifikat, das ist die Kennnummer, auch eingeblendet ME6Z3Z, auch mit einem Hebel von rund 1,2 bis 1,3, Knockout-Schwelle 381,60 US-Dollar. Und das Zertifikat ist aktuell noch knapp 10%. Es sind nur noch 7, ich habe gerade nachgeschaut. 10% im Minus, ja, weil die Aktie auch weiter steigt. Wir halten es nach wie vor für sehr, sehr attraktiv, hatten aber natürlich darauf schon Wert gelegt, dass der Hebel hier sehr, sehr gering ist, eben aus der Begründung heraus, dass eben die Volatilität sehr hoch ist. Wir haben es ja gerade bei den letzten beiden Korrekturen gesehen, dass wir innerhalb weniger Tage 25 bis über 30% korrigiert haben, aber dann entsprechend auch 50-60% wieder zugelegt haben. Und das ist natürlich nichts für schwache Nerven auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich immer die fundamentale Bewertung hier anschauen. Und die zieht sich sehr stark am Bitcoin hoch. Ihr hattet euch auch einen Dow Jones mit ins Depot mit aufgenommen gehabt. Und zwar, wie du vorhin schon sagtest, ist das Ziel von 40.000 wieder im Munde bei manchen Leuten. Genau, hier haben wir auch ein laufendes Zertifikat am Freitag aufgenommen, weil wir davon ausgegangen sind, dass diese Korrektur, die wir da schon im Ansatz gesehen haben, auch beendet ist. Und die wurde auch am Freitag erstmal beendet soweit. Das heißt also, diese 4-5 Tage Korrektur ausgehend von 40.000 Punkten runter auf knapp 38.500 Punkte wurde mit einem Satz nach oben wieder beendet. Nun, wir haben hier auch ein laufendes Zertifikat mit der Kennnummer UH49JC. Der Hebel ist 4. Das ist ein sehr, sehr niedriger Indexhebel. In der Regel werden da höhere Hebel mit 10 bis 15 auf der konservativen Seite und natürlich auf der progressiven Seite noch weitaus höhere Hebel gewählt. Was ist jetzt die Idee dahinter? Nun, wir haben jetzt Berichtssaison, die beginnt am Ende dieser Woche mit JP Morgan und überhaupt mit den Banken. Da werden wir also die ersten Zahlen auch aus dem Dow Jones bekommen. Das wird sich dann natürlich in der kommenden Woche fortsetzen. Wir gehen davon aus, dass das für die Mehrheit der Dow-Werte eher eine positive Bewertungsrallye werden wird im Quartalsbereich und somit den Dow auch wieder in Richtung 40.000 Punkte katapultieren wird. Die Frage ist natürlich letztendlich die, wird der Dow die 40.000 Punkte dann auch rausnehmen oder wird er dann da wieder abdrehen? Das ist eine Frage, die sich jetzt noch nicht beantworten lässt. Tendenziell wäre ich eher dafür zu sagen, das wird wahrscheinlich auch sogar einen Tick noch darüber laufen. Aber wir haben natürlich, das muss man auch sehen, mit der Boeing-Aktie zum Beispiel auch nicht unbedingt einen sehr bullischen Wert. Und es gibt sicherlich im Dow Jones auch ein paar Werte, die nicht extrem bullisch sind. Dafür umgekehrterweise tatsächlich Werte, die sehr, sehr attraktiv sind und die natürlich gerade aus dem Tech-Bereich den Dow weiter nach oben ziehen werden. Also wir sehen hier weiteres Potenzial. Das Zertifikat momentan mit 1,8% im Plus, was wir am Freitag uns reingelegt haben und gehen davon aus, dass hier die Gegenbewegung angelaufen ist.
Dann danke ich dir, Andreas, und wir danken euch fürs Zuschauen. Bei uns geht es heute weiter um 14.15 Uhr auf heavytraders.live. Wir werden noch ein paar weitere Werte diesbezüglich auch besprechen. Klar, die wir jetzt gerade in der Sendung hatten, werden wir noch ein bisschen intensiver drauf eingehen. Aber natürlich werfen wir noch einen Blick auf die Amazon, BYD und Microsoft. Das sind auch recht gut gehandelte Werte von euch gerade. Von daher registriert euch auf unserer Webseite heavytraders.live und seid um 14.15 Uhr im Livestream mit dabei, wenn wir bei Märkte und Trends Teil 2 die weiteren Werte besprechen werden. Wir freuen uns auf euch.